Du hast keine vernichtende Kritik über seine Arbeiten zur Geschichte dieser Region geschrieben. Du hast auf keinem Treffen deine Stimme gegen Jelworth erhoben. Niemand hat auf den Parteiversammlungen seine Stimme gegen ihn erhoben. Das ist nicht deine Sache. Dieses Versäumnis wird jeder selber vor der Partei rechtfertigen Moment müssen. Mal. Die Regionalverantwortlichen haben ihm vertraut. Er war gewählter Vertreter des Stadtkomitees. Und es wäre deine Pflicht gewesen, gegen diese kranke Wahl aufzustehen. Ist Jelworths Schuld denn bereits erwiesen? Unschuldige Menschen werden in diesem Land nicht verhaftet. Du machst einen Fehler, weißt du. Du solltest dein Irrtum eingestehen, Jenya. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Soll ich etwa aufstehen und Lügen erzählen? Du bekommst einen politischen Verweis. Nun, und dieser Mangel an politischer Wachsamkeit stellt die Genossin Ginsburg auf eine Stufe mit Jelworths potenziellen Kollaborateuren.